Bei Finanzen.net Zero gibt es ab sofort Statistiken. Wir stellen dir das neue Feature jetzt in diesem Tutorial vor. Bisher ist das Feature nur in der Webversion vorhanden. Hier aber auch direkt der Hinweis, dass sich die Statistiken noch in der Beta befinden. Heißt zum einen, dass es auch noch für die Mobile-Version kommen könnte und generell sind auch noch weitere Anpassungen und Erweiterungen möglich. Ganz oben links sehen wir erstmal den Verlauf unseres Depots. Hier ist ganz klassisch der Wert des Depots im zeitlichen Verlauf dargestellt. Du kannst aber auch den Wert deines Depots inklusive Guthaben anzeigen. Allerdings glauben wir, dass diese Anzeige noch etwas verbuggt ist, zumindest bei uns zu Beginn des Depots. Oben links kannst du auch noch den Zeitrahmen einstellen. Da wir unser Depot aber erst seit kurzem haben, gibt es hier noch keinen wirklichen Unterschied. Falls du aber noch gar kein Depot hast, kannst du dir über unseren Link in der Videobeschreibung kostenlos eins erstellen. Damit unterstützt du uns, ohne dass es für dich etwas kostet. Also vielen Dank dafür. Die Daten oben rechts in der Gesamtentwicklung sind gegebenenfalls noch etwas wichtiger, da du hier unter anderem die Performance deiner Geldanlage siehst. Das ist eigentlich die wichtigste Tracking-Funktion und sehr schön übersichtlich dargestellt, wie wir finden. Zentral geht es dann mit der Gewichtung weiter, was auch sehr praktisch zum Rebalancen deines Depots ist. Hier natürlich der Hinweis, dass es sich bei diesem Video um keine Anlageberatung handelt. Falls du dich fragst, warum dort jetzt eine Commerzbank-Aktie gelistet ist, schau dir gerne das Video in der Infokarte an. Links daneben siehst du noch die Anzahl deiner Trades. Rechts daneben wiederum für dich relevante Nachrichten, die bei uns durch die Commerzbank-Aktie geprägt sind. Weiter unten siehst du dann noch die Dividenden, die du potenziell erwarten kannst. Hier werden dann auch nach den entsprechenden Positionen unterteilt, welche die Dividenden ausschütten. Ganz unten siehst du dann noch einen Trade-Ticker über verschiedene getätigte Trades. Die spielen für dich und dein Depot aber eher eine geringe Rolle, können aber trotzdem recht spannend sein. In unseren Augen sind diese Statistiken ein sehr cooles Feature. Wir sind gespannt, ob hier noch mehr dazu kommt oder ob noch was verändert wird. Denkst du, dass dadurch externe Tracking-Anbieter unnötig werden? Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.